Diese Arbeit ist hypothetisch und theoretisch und basiert auf synkretistischer Forschung. Diese Forschung ist dazu gedacht, Menschen zu vereinen und einen Diskurs über die Wirklichkeit zu entfachen. Alles, was wir möchten, ist, dass ihr freundlich zueinander seid, nachdem ihr das gesehen habt und darüber redet und es zusammen erörtert. Wir bitten euch auch innigst, dieses Video nochmal hochzuladen und zu spiegeln auf allen erdenklichen Videoplattformen. Vertont das Neue, übersetzt es in eine andere Sprache, macht Antwortvideos dazu, macht Screenshots und Infografiken, Remixe und Korrekturen und verbreitet es, so schnell es geht. Noch ein kleiner Disclaimer: Einige Karten in diesem Modell und die Elemente sind nicht zum Verteilen und ich machte sie zur besseren Verständlichkeit. So, nun greift eure Snacks und eure Drinks und dann macht euch bereit, euren Geist zum Explodieren zu bringen. Bevor wir in die Details gehen, ist es wichtig, dass du eine Vorstellung bekommst von dem Konstrukt unseres geozentrischen elektromagnetischen Ei-Universums. Wenn du nicht familiär damit bist, dann schau mal in der Videobeschreibung nach, da sind ein paar Links, um dir einführende Videos zu geben. Kurz gesagt, wir leben nicht auf einem Ball. Unsere Erde besteht aus 4 konzentrischen Ringen, 4D, aus physikalischem Land. Beginnen sich spiralisch auszudehnen, ausgehend von der Nullpunktachse im Zentrum der kreisrunden Erde, wie ein Wassertropfen, der in einen größeren Körper aus Wasser fällt und einen Welleneffekt auslöst. Welcher an dem Punkt des Einschlages beginnt, das mittig gelegene Zentrum dieser riesigen kreisrunden konzentrischen Ebene ist bekannt als Nullpunktachse. Das ist das, was wir bevorzugend magnetischer Nordpol nennen. Dieser zentrische Pol ist nicht nur eine Symbolik, sondern auch ein aktueller physikalischer Marker. Sowas wie ein magikalischer oder sollte ich eher sagen magnetische Säule. Oft auch benannt als der heilige Berg Zion oder der Baum des Lebens. Die erste große rote Pille, welche du zu schlucken hast, ist, dass sich hinter all den dimensionalen Feldern von Energie zu den nördlichen und südlichen Extremitäten hin, ja, vom Zentrum bis zur Peripherie, weiteres außerirdisches Land befindet und dass dieses bewohnt ist von anderen außerirdischen Zivilisationen. Das ist, was wir bezeichnen würden als außerirdischer innerer und äußerer Raum, äußere und innere Erde. Ich weiß, hört sich verrückt an. Jeder dieser 4-dimensionalen Ringe der Erde hat sein eigenes Ökosystem, Tag- und Nachtsystem, seine eigenen Jahreszeiten und seine eigene Sonne und Mond, was genau 7 wandernde Sterne sein werden. Saturn und Jupiter sind die Sonne und der Mond des ganz äußeren Landringes, der Domäne des Rundes der Erde. Mars und Venus sind die Sonne und Mond des nächstinneren Ringes, der nächsten inneren Dimension. Diese Domäne ist die von unserer Domäne aus gesehen äußere Hauptdomäne jenseits unserer uns bekannten Erde mit ihrer südlichen Grenze und dem südlich verursacht durch das elektromagnetische Feld. Wir haben natürlich in unserer Domäne auch eine Sonne und einen Mond, Apollo und Artemis. Und zu guter Letzt der Merkur, mit der von uns aus gesehen inneren Domäne von Land jenseits unserer nördlichen Grenze und dem elektromagnetischen Feld mit seinem Merkur. Dieser innere Stern ist mehrgeschlechtlich, ist Sonne und Mond zugleich. Oft auch bekannt als innere Sonne, schwarze Sonne oder Planet Nibiru oder Planet X. Nun, die volle weite Ausdehnung dieser irdischen Ebenen mit all den verschiedenen Domänen nannten die antiken Griechen als Mutter Gaia. Die Kemeter, also die alten Ägypter, nannten es Benben oder Mutter Geb und die indischen Veden nennen es Bhumandala. In dieser Präsentation werden wir erklären und zeigen, wie die wirbelige spiralische Ausdehnung, Expansion von Raum, Zeit und Materie beginnt und fortbesteht. Los geht's! Dieser Kalender ist eine moderne Interpretation und beinhaltet den aztekischen Maya-Kalender, ägyptischen Dendrastein, das chinesische und indische Dharma-Rad,
und auch einige andere antike kosmologische und universale Uhren und Kalender. Viele antike Kulturen, Zivilisationen und Mystiken sowie antike Forscher haben für uns über die Zeitalter kreiert verschiedene kosmische Uhren und Kalender. Einige einfach, andere komplex, aber eines ist sicher. Sie alle wussten, dass alle Zeit in einem Rhythmusmuster operiert. Sie alle wussten, dass alles in Existenz einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Geburt, Erfahrung, Wachstum und Tod. Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Mitternacht. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Eisen, Bronze, Silber und Gold. Hast du es? Unser kosmischer Kalender der Zeit ist ein makrokosmischer und synkretistischer Spiegelreflex von beobachtbaren mikrokosmischen Uhren, Kalendern, Zyklen und Jahreszeiten. Und wie immer sind es Forschungen, die auf den Fundamenten einer natürlichen und beobachtbaren Alltagsrealität beruhen. Nach dieser Präsentation wirst du hoffentlich ein besseres Verständnis haben von den verschiedenen Zeitaltern, Rassen, Zivilisationen und Reichen, welche mit der Zeit entstanden sind in diesem elektromagnetischen Ei-Universum. Um das jetzt alles besser zu verstehen, brechen wir das hier jetzt mal auf die Epochen runter. Unsere Epoche jetzt dauerte 24.000 Jahre für einen vollen Zyklus. Was ist die Bedeutung des Wortes Epoche? Eine Einteilung von Zeit, welche selbst eine Unterteilung einer größeren Periode von Zeit ist. Denke da an Sekunden zu Minuten, zu Stunden, zu einem Tag, zu Monaten, zu Jahren. Gute Beispiele für Epochen. Eine Epoche ist zusätzlich unterteilt in Zeitaltern bzw. Serien von chronologischen Wechseln oder Veranstaltungen. Eine Epoche wird von uns auch oft benannt als Ära, Zeitalter, Periode, Zeit, Äon, Zeitspanne oder Punkt in der Geschichte. Universelle Epochen sind oft auch bekannt als platonisches Jahr oder kosmischer Tag. Ganz wie eine Uhr, die gerade 12 schlägt und so einen neuen Zyklus oder Tag startet. Nun, unsere Epoche dauerte 24.000 Jahre und spiegelt unseren natürlichen 24-Stunden-Tag wider. 24 Stunden an einem Sonnentag Apollo und 24.000 Jahre an einem kosmischen Tag. Das Erste, was wir tun, wir legen uns einen typischen 12-Stunden-Ziffernblatt aus. Wir folgen dem und machen das auch mit den 12 Monaten im Jahr. Und folgen dem Ring mit einem Ring der 12 verschiedenen Tierkreiszeichen, welche zu jedem Monat passen. Der nächste Ring präsentiert die 4 Jahreszeiten: Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Der Ring in diesem Ring präsentiert unsere 24-Stunden-Uhr, wobei 6 Uhr abends als 12 vertreten ist. Der nächste Ring ist ein Meridian: Mitternacht, Viertel nach, halb nach und Viertel vor. Und in diesem Ring, wir gehen ins unsere 4 konzentrischen Ringe aus Land, den Äras, Zeitalter, Zivilisationen und Sonnensysteme. Wie schon erwähnt, haben wir hier schon 4 epochale Zyklen und befinden uns derzeitig bei Viertel nach im 5. Genauso wie es da 4 physikalische Reiche gibt, gibt es auch 4 verschiedene physikalische humanoide Wurzelrassen, verbunden mit der Kreation eines jeden Reiches. Diese 4 Rassen sind die Hyperboreaner, die Lemurianer, die Atlanteaner und die Arier. Da ist aber noch eine 5. Rasse von Wesen, welche im Zentrum auf dem Berg Meru leben. Dies ist die Meisterstammrasse, ja, der Ursprung, die Polaria. Im Unterschied zu den anderen Rassen sind die Polaria halb ätherische Wesen. Sie sind keine komplett physikalisch-materiellen Wesen. Sie haben keine bestimmte Hautfarbe und Körpergröße und sind nicht direkt als Rasse erkennbar. Sie werden oft dargestellt als indigoblaue und halb durchsichtige Wesen.
Der sehr mittige zentrale Punkt der Erde ist da, wo die Erde und die Himmel sich treffen. Und da ist dort, wo die Götter leben. Wir nehmen an, dass die Polarianer zwischen ihrer und der Welt der Götter hin und her reisen können. Die Himmel oder geistigen Reiche oben und die physikalischen Reiche der Erde unten. Egal. Diese Polarianer beginnen die menschliche Rasse an der Polposition. Ja? Sie sind die allererste Manifestation der Menschheit auf dieser Ebene, in dieser Dimension. Alle anderen Stammrassen gehen aus dieser einen Rasse der Polarianer hervor. Das erlaubt die Bezeichnung Herrenrasse. Wir könnten sie genauso gut benennen als die Wächter der Erde. Diese erste polarianische Epoche, oder die ersten 24.000 Jahre, war zentriert um den kosmischen Baum des Lebens und wurde reguliert durch das großartige himmlische erste und größte Sonnensystem, Neptun und Uranus. Die höchsten und ersten wandernden Sterne, oder Sonne und Mond unseres Universums, ebenfalls halb ätherisch in ihrer Natur. Und am Ende ihrer Epoche beendeten die Polarianer ihren ersten Zyklus oder Kreis von kosmischer Zeit, 24.000 Jahre an Erfahrung, das war das Ende ihrer Epoche. An diesem Punkt erschufen die Polarianer ihre allererste physikalische Manifestation. Und so wurde das erste Reich der Stammrasse der Hyperboreaner geboren. Ein neues physikalisches Paradies entstand, entwickelte sich um die Nordpolarachse herum als die allererste Wellenform. Ja, siehe Wellenscheibe der Repulsine. Wir können auch sagen, der Baum des Lebens gab seiner allerersten physischen Frucht das Leben und Samen. Diesen Prozess kennen wir wohl als Polsprung. Der allererste Polsprung von unserer Erde, dieses neue erste Reich der Hyperboreaner, kam komplett mit seinen eigenen, um das eigene Raumzeit-Materie-Gefüge zu regulieren. Die allererste Sonne und der allererste Mond wurden auch erschaffen, Jupiter und Saturn. In diesem Moment ihres Status sind sie androgyn in einem Körper, sie sind nicht getrennt voneinander. Sie trennen sich erst voneinander am Ende ihrer Epoche, also 24.000 Jahre nach ihrer Geburt. Dies ist die erste Domäne, um voll physische und irdische Raumzeit und Materie zu erfahren, reguliert vom allerersten irdischen Sonnensystem. Dieses hyperboreanische Reich, welches sich um die zentrale Säule herum entwickelte, war der allererste Garten von Eden. Behaltet das mal im Gedächtnis für den Rest des Schöpfungsprozesses. Mit jeder neuen Epoche und jeder neuen Wellenform, während der nächsten 24.000 Jahre, während dieser Epoche, wächst das hyperboreanische Reich langsam nach außen. Es dehnt sich aus, weg von seinem Zentrum als neues Reich. Und eine physikalische Stammrasse wurde erschaffen. Die zweite Wellenform, Lemurien, und die zweite Rasse wurden besamt. Ein zweiter Polsprung. Und wieder, ein neues Paradies, neuer Garten Eden wurde erschaffen und drückte das alte hyperboreanische Reich weiter nach außen, weg von der Säule im Zentrum, dem Baum des Lebens. Das ist dort, wo Saturn und Jupiter sich trennten, um dann in ihren Orbit zu starten. Lemurien, das zweite Reich, bekam auch ihre eigene Sonne und eigene Mond, welche zu diesem Zeitpunkt genauso androgyn waren, Sonne und Mond in einem. Welche 24.000 Jahre später bekannt wurden dann als Mars und Venus. Während dieser Epoche ist Lemurien der Garten von Eden. Und Mars und Venus die androgyne Sonne und Mond, welche Zyklen und Zeitalter der neuen Domäne des neuen Reiches regulieren. Und nicht vergessen, die Lemurianer wurden genauso besamt und gingen aus den Polarianern hervor, der Herrenrasse. Und nicht die Hyperboreaner, welche wieder nach innen gingen. Alle Rassen wurden erschaffen durch die besamten Polarianer. Wie gesagt, Lemurien war der zweite Garten von Eden. Und wenn deren Epoche zu Ende ging, machten auch sie Platz und wurden weiter nach außen geschoben, um für die dritte Stammrasse, das Atlantische Reich, und die Domäne wurde besamt.
Polsprung Nummer 3, könnte man sagen. Mars und Venus trennten sich voneinander und begingen ihre Orbits. Das Atlantische Reich sowie die zwei vorangegangenen Reiche wurden erschaffen mit seinen eigenen Sonne- und Mondandrogynen, welche später nach der Epoche zu Apollo unserer Sonne und Artemis unserem Mond werden sollten. Sie regulieren und kontrollieren die Zyklen und Zeitalter von diesem Reich. Dieses Atlantische Reich ist jenes, in welchem wir seit Anbeginn der Zeit dieses Reiches leben. Alle menschlichen Wesen in diesem Reich sind hauptsächlich Atlanta. Du bist ein Atlanta. Während dieser Epoche des Atlantischen Reiches waren wir in dem Garten Eden um das Zentrum herum. Und wie erwähnt, während der nächsten 24.000 Jahre wiederholt sich die Geschichte noch einmal. Atlantis fällt oder besser sinkt während der großen Sintflut und wird vom Zentrum weiter weggedrückt, wo wir uns letztendlich auch noch befinden. Apollo und Artemis werden in ihre Umlaufbahn gebracht. Und so wurde die arische Stammrasse geboren, während des vierten und letzten Polsprunges. Dies ist im Moment der Garten von Eden. Und um uns einen Anhaltspunkt auf unserer Zeitlinie zu geben, diese arische Stammrasse und das Reich wurden vor 6000 Jahren erschaffen, um ein Teil der Menschheit zu werden. Und so wie unser fraktales Muster weitergeht, so wie die Reiche davor, das arische Reich wurde geboren mit seinem eigenen Sonnensystem. Merkur, sein androgyner Sonne und Mond, er reguliert und kontrolliert die Zyklen und die Zeitalter von diesem Reich. Und hier sind wir, 6000 Jahre in der Arianischen, in der fünften Epoche. Zusammengefasst, wir haben fünf Epochen soweit. Die Herrenrasse, die Polarianer, 24.000 Jahre später ist das Hyperboreanische Reich erschaffen worden. 24.000 Jahre nochmal später wurde das Lemurianische Reich erschaffen, dann das Atlantische Reich und dann das Arianische Reich. Und laut der vielen Antiken und mystischen Schriften und Aufzeichnungen kommen noch zwei weitere Epochen und Reiche dazu. Das sind insgesamt sieben Epochen. Sieben irdische Reiche und sieben Stammrassen. Weiter geht's. Sicherlich habt ihr auch schon bemerkt, dass es in unserem Reich hauptsächlich vier unterschiedliche Rassen gibt. All die anderen Rassen inzwischen sind gemischte Rassen oder besser sind entstanden aus diesen vier Stammrassen. Die dunkelhäutigen Menschen in unserem Reich haben ihre DNS von der allerersten Stammrasse, den Hyperboreanern. Alle einheimisch schwarzen Kulturen haben ihre kulturellen Überzeugungen und Praktiken übergeben bekommen von ihrer hyperboreanischen Wurzelrasse, auch bekannt als die Anunnaki. Die orientalischen, asiatischen Rassen haben ihre Abstammung von der zweiten Wurzelrasse, den Lemurianern. Und ebenso haben die orientalischen Kulturen ihren Glauben und die Praktiken aus der lemurianischen Wurzelrasse, auch bekannt unter der Bezeichnung Reptilians. Die indoasiatischen Rassen haben ihre DNS-Abstammung von der vierten Wurzelrasse. Der dritten. Die Indoasiaten pflegen natürlich ihre Überzeugungen und Praktiken aus der atlantischen Wurzelrasse aus dem derzeitigen Reich hinaus. Das bedeutet, die indoasiatischen, also vedo-indischen Menschen, sind die Original-Stammrassenherkunft dieses derzeitigen entstandenen Ringes. Weiße Menschen haben ihre DNS-Abstammung von der letzten und vierten Wurzelrasse, den Aryan. Und die meisten kulturellen Einflüsse, welche wir heute hier haben, wurden gesät durch die arische Wurzelrasse, welche derzeit um das Zentrum herum im Garten Eden umherspringt. Die Arier sind auch bekannt als die derzeitigen Götter und die gefallenen Engel. Manchmal werden die Arier auch verwechselt mit den Plejadern, aka den Polariern, welche halb ätherische Wesen sind und im Zentrum des Baums des Lebens existieren und nicht im derzeitigen Garten Edenreich, dem Arianischen Reich. Alle Menschen scheinen unterschiedliche Rassen zu sein, aber wir sind tatsächlich nur eine Rasse und unser Aussehen
Ja, unser Aussehen ist zurückzuführen auf das Vermischen genetischer Codes, welches im Laufe der Zeit geschah. Wir alle sind überwiegend atlantische Menschen. Eben nur mit leichten verschiedenen Varianten von Hautpigmentierung, Haarstruktur und Augenfarbe. Sowie kulturell und religiöse Programme. In Fakt, die meisten religiösen Rassenspaltungen und Kriege, die bis heute gekämpft wurden, haben ihre Wurzeln in den vergangenen Kriegen zwischen den vier Wurzelrassen. Wir, die Atlanter in diesem Reich, haben unsere prädisponierten Vorurteile voneinander von vielen äußeren Einflüssen geerbt. Nun, es gibt die Hypothese, dass alle anderen irdischen Bereiche viele verschiedene multikulturelle Unter- und Mischrassen in ihren eigenen Bereichen haben, so wie wir in unserem Reich. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich tausende von verschiedenen Unter- und Mischrassen und Kulturen innerhalb der verschiedenen Domänen auf der gesamten Ebene unserer Erde. Aber grundsätzlich ist jede Wurzel Unter- und Mischrasse auf Erden von polarischem Ursprung. Jedes physische Bewusstsein auf Erden existiert, ist aus polarischem Ursprung, mit allen verschiedenen Sonnensystemen und außerirdischen Zivilisationen, welche getrennt sind durch die verschiedenen toroidalen elektromagnetischen Felder, auch bekannt als Van Allen-Gürtel. Diese elektromagnetischen Barrieren tun sich in regelmäßigen Abständen öffnen und schließen, schwächen und stärken, abhängig von den verschiedenen universellen und kosmischen Zyklen, Jahreszeiten und Zeitalter. Dies geschieht periodisch, um das Teilen zu erlauben und das Bewusstsein und dessen Energie zu eben Technik und Wissen zwischen all den verschiedenen irdischen Dimensionen. Wir erreichen nun schnell das nächste Öffnen dieser elektromagnetischen Felder. Diese Öffnungsveranstaltung wird für uns alle eine große Beeinflussung in diesem Bereich, kollektiv und individual. Wir können bereits die Geburtsschmerzen dieser großen kosmischen Ereignisse sehen, mit den aktuellen sogenannten ungewöhnlichen Wettermustern und Geschehnissen überhaupt. Weiter geht's. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese physischen Konstrukte, die wir Körper nennen, genau das sind. Körper, Vehikel, Avatare, welche die wirkliche lebende polariane Bewusstseinsenergie transportieren. Ja, der Geist im Inneren. Diese Bewusstseinsenergie in uns, welche hier erfährt, lernt und wächst und teilt, nennen viele von uns Geist oder Seele. Das ist das wahre Du. Deine Seele, deine Bewusstseinsenergie und, ja, wir alle wissen, Energie hat keine Farbe und keine Rasse, keine Nationalität oder Vorurteil, nur Polarität, positive Energie, Good Vibrations oder Leute oder Seelen und negative Energie, schlechte Vibrationen, Leute oder Seelen. Die Menschheit als temporärer Teil der vorübergehenden Rasse individuell und gemeinsam, was viele in modernen Zeiten benennen als die Matrix und was die Antiker kannten als Maya, die Illusion. Als nächstes lasst uns entdecken, wie exakt kosmische Zeitalter und Epochen arbeiten. Wir benutzen dazu den derzeitigen Kalender der arianischen Epoche. Du wirst die äußeren Ringe feststellen, mit den Monaten des Jahres sowie der 12 Tierkreiszeichen. Die 12 Sonnenmonate sind eine mikrokosmische Spiegelung der 12 Tierkreiskonstellationen. Diese 12 Tierkreiszeichen sind unsere himmlische kosmische Uhr, welche sich über uns dreht. Und wie sie sich so dreht, hat jede Konstellation seine eigenen Energien, die uns unbewusst beeinflussen und uns bewusst helfen und führen hier auf der irdischen Ebene, individuell und gemeinsam. Diese 12 Monate sind unterteilt in 4 verschiedene Jahreszeiten, Herbst, Winter, Frühling und Sommer, welche in kosmischen Begriffen bekannt sind als die 4 Jahreszeiten der Evolution des Bewusstseins. Diese 4 Jahreszeiten nannten die Griechen die 4 Zeitalter der Menschen und die vedischen Schriften nannten es die Yuga-Zeitalter. Diese 4 Zeitalter sind das goldene Zeitalter Satya-Yuga, das silberne Zeitalter Treta-Yuga, das Bronzezeitalter Dvapara-Yuga und das Eisenzeitalter Kali-Yuga. Eine ganze Epoche, 24.000 Jahre, ist unterteilt in 8 Yuga-Zeitalter. Für jedes Yuga-Zeitalter stehen 3.000 Jahre.
Du wirst auch feststellen, dass da immer mehr goldene Zeitalter sind als alle anderen. Das ist so, weil das goldene Zeitalter die Präsenz der Sonne im Laufe einer Sonnensaison von 12 Monaten im Jahr widerspiegelt. Wie du sehen kannst, ganz viel Sonnenschein im Sommer und dafür aber weniger im Herbst und im Frühjahr. Und noch weniger natürlich im Winter. Natürlich ist Sonnenschein in diesem Fall übersetzt in bewusste Intelligenz. Und offensichtlich während des Yuga-Zeitalters unseres universalen Sommers gibt es viel höheres Bewusstsein als in den Yuga-Zeitaltern des Frühlings, Herbst und sicherlich auch Winter. Wir nehmen auch an, dass wenn sich goldene Zeitalter in den verschiedenen Reichen überschneiden, dass da dann keine Torusfelder mehr bestehen oder Trennungen zwischen den verschiedenen Reichen. Das bedeutet, dass wenn die Zeit reif ist und goldene Zeitalter sich überlappen, dass alles Land, was sich überlappt, kreuz und quer ohne Einschränkung begehbar und interagierbar wird. Hier kann man dann ohne Beschränkungen miteinander agieren. Dies ist möglich, weil sie im gleichen goldenen Schnitt von Frequenz und Resonanz miteinander schwingen. So. Lasst uns nun den universellen Kosmos und alle Sonnenzeitlinien aller Bereiche und Domänen abbilden. Die Mainstream-Wissenschaft erzählt uns, dass die Eisenzeit vor etwa 6000 Jahren stattfand, was den Rücksetzpunkt hier widerspiegelt, 12 Uhr. Sie erzählen uns genauso, dass Mittelalter 3000 Jahre von jetzt an zurückliegt, welche Zeitlinie hier widerspiegelt. Und diese Zeitleiste ist auch die gemeinsame Erzählung unter den meisten heiligen Büchern. Unser Kalender von unserem Reich, unserer Domäne, beginnt also mit seiner Epoche vor 6000 Jahren, mit dem Zeitalter des Stieres. Interessanterweise, das Alte Testament in der Bibel beginnt in einer Zeit, in der sie den Stier anbeteten. Dies ist symbolisch für die astrologische Energie in den ersten 2000 Jahren des Stieres. Nach einiger Zeit endete die Anbetung des Stieres mit der Geschichte Gottes über Abraham, wie er ihm Mittel erteilte, die Stierverehrung zu beenden. Das ist die Symbolik, die den Übertritt vom Stierzeitalter in das Widderzeitalter darstellt. Und wieder, 2000 Jahre später, kommt Jesus, der Menschenfischer, ins Spiel. Diese Symbolik des Fisches erzählt uns von der Verschiebung aus dem Widderzeitalter in das Fischezeitalter. Und nochmal, nun, wo das Jesus-Fischezeitalter endet, sehen wir nun die Effekte des neuen Wassermann-Zeitalters. Der Wassermann ist symbolisiert durch das Mischen des Wassers. Es ist das Zeitalter des Mischens, der Entdeckung, der Offenlegung und Technologie. Wenn wir diesen Kalender akzeptieren, bis auf den heutigen Tag, wir würden genau kurz vor Viertel nachsitzen. 6000 Jahre in die fünfte Epoche. Ein Knall in der Mitte. Im kosmischen Winter oder in der Eisenzeit des universellen kollektiven Bewusstseins. Und um nur etwas exakter zu werden, haben wir es 2 Minuten vor Mitternacht. Mitternacht ist 2020. Minuten werden Jahre. Nun, das ist interessant, denn Mainstream-Wissenschaft nannte es einfach nur Uhr des jüngsten Gerichts. Und auf der Weltuntergangsuhr steht die Erde 2 Minuten vor Mitternacht oder Weltuntergang. Es bewegte sich aktuell von 2 Minuten zu 3 Minuten auf den 18. Januar 2018. Und die meisten von euch wissen, dass dieses Wort Apokalypse einfach nur einen Wechsel, einen Wandel einer markierten Periode in eine andere bedeutet. Das Ende der Alten und der Beginn der Neuen. Und wir leben in extrem aufregenden Zeiten. Wenn wir denn unsere Sinne recht benutzen können, Wissen, Wahrnehmung, neue Informationen und Entdeckungen sollten nicht gefürchtet werden, sondern umarmt. Diese kosmischen Wechsel, den wir nun erleben, ist einer der wichtigen kardinalen Wandel. Dies bedeutet, alle 4 Welten erleben gemeinsam diesen Wandel. Lasst uns durch jede der Welten während des kosmischen Wandels gehen. Das Arianische Reich in der Mitte wird eine fantastische Apokalypse haben. Sie wandelt sich mit ihrem Bewusstsein hoch von ihrem Bronze- zu ihrem Silberzeitalter.
Wir in unserer Welt, wir haben eine Okay-Apokalypse, welche uns verwirrt. Denn wir wechseln von unserem Eisenzeitalter in das Bronzezeitalter des Bewusstseins. Unser sogenanntes Erwachen des Bewusstseins. Wissen, Informationen und Daten sind leichter für die Menge zugänglich. Mehr als jemals zuvor in unserer Geschichte. Wir sehen jetzt klar all die Veränderungen und ihre Effekte, vornehmlich in besonders fortschrittlichen Regionen dieser Welt. Wir bekamen jede Menge Wissen über Technology. Das nach außen hin nächste Reich, Lemurien, wird eine gruselige Apokalypse haben. Wahrlich ihr jüngstes Gericht, denn sie fallen von ihren goldenen Zeiten in ihre eisernen Zeiten ihres Bewusstseins. Und das zum rankenden letzte Reich der Hyperboreaner haben ein weiteres goldenes Zeitalter zu erwarten. Was noch viel interessanter ist, ist die Natur des kommenden kardinalen Wechsels. Wie vorher schon gesagt, wird dies ein kardinaler Wechsel werden. Zur selben Zeit werden wir aber auch einen physikalischen Sonnenwechsel haben, welcher die Wechsel markieren wird. Dieser gleichzeitige Doppelübergang wird bekannt sein als kosmische oder galaktische Ausrichtung. Nun, 2020 haben wir die perfekte Sicht. Warum 20? Warum nicht 10? Oder 100%? Wenn ihr vermutet, wie ich es vermute, dass hier alles nach Drehbuch oder Drehbüchern läuft, manchmal haben wir sogar etwas über uns selbst herausgefunden, vielleicht nehmt ihr also auch an, dass wir in 2020 die perfekte Sicht haben werden. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass am 21.12.2020 zur Wintersonnenwende ein großes kosmisches Ereignis stattfinden wird, welche gesehen erfahren wird von jedem einzelnen bewussten Wesen im Universum. Das ist das, was wir gemeinschaftlich beschreiben als das Ereignis. Warum der 21. Dezember? Mit diesem Datum gibt es eine naturwissenschaftliche Bedeutung in Bezug auf unser Sonnensystem, unser Reich. Die meisten von euch kennen das vielleicht als das Asimovsche geozentrische Erdmodell. Die Sonne ist nah und weiter oben an der elektromagnetischen Kuppel im Sommer. Und sie wandert an der Kuppel hinunter zu ihrer südlichsten Position am Rand unserer Welt für das Ende unseres Sonnenjahres im tropischen Gewächshaus. Und am 21. Dezember erreicht sie ihren tiefsten Zenitpunkt entlang der Y-Achse, das von unserem Mittelpunkt aus am entferntesten. Das ist bekannt als die Wintersonnenwende, gesehen aus unserer nördlichen Hemisphäre heraus. Hat unsere Sonne ihren tiefsten Stand erreicht, folgt sie der gleichen Gradientenschaltung, 3 Tage lang weder auf- noch absteigend, bis sie wieder ihre Reise beginnt hinauf zum Wendekreis des Krebses, zum Zentrum unserer elektromagnetischen Kuppel, unserer Domäne. Das bedeutet, jedes Jahr für diese 3 Tage, vom 21. bis zum 24. Dezember, steigt unsere Sonne nicht und fällt auch nicht, entlang der elektromagnetischen Toroshellkuppel, über und um uns herum. Unsere Sonne wiederholt ihr Steigen hinauf nach oben nach dem 3. Tag, ab dem 25. Dezember. Klingt bekannt, hä? Tod für 3 Tage und aufersteht dann, wie auch immer. Wenn da irgendeine Art von Sonnenereignis stattfinden sollte, es sollte höchstwahrscheinlich während dieser Periode stattfinden, während die Sonne stirbt, um dann wieder aufzusteigen. Wenn wir dieselben Prinzipien benutzen, nehmen wir mal an, dass all die anderen Sonnen in all den anderen Welten einem ähnlichen System folgen. So wie oben, so auch unten. Wie innen, so auch außen, wie auch immer. Offensichtlich, ihre Jahreszeiten und Sonnenwenden treten an verschiedenen Zeiten in Beziehung zu ihren eigenen individuellen Ökosystemen auf. Du hast gehört, dass wir dieses Gesamtwerk als Meisterschwingung bezeichnen, was im Grunde genommen so viel bedeutet wie, dass all die Leuchtkörper ihre eigenen Wege haben. Schwingung, 2., 3. und 4. Schwingung. Und eventuell sie stellen alle wieder in einer Linie auf und irgendwann komplettieren sie noch einen viel größeren Zyklus. Das geschieht halt nur einmal alle 6000 Jahre am 21. Dezember 2020 mit Merkur im Zentrum unserer Sonne in dieser Domäne, Mars in der nächsten Domäne und Saturn in der letzten Domäne und all die Monde auf der anderen Seite. Alle stoppen in einer Linie in dieselbe Richtung, bei gleicher Bahn und Steigung und zur selben Zeit.
zum ersten Mal nach 6000 Jahren. Dies ist, so nehmen wir an, die so lang ersehnte Rückkehr der Sonne des Sohns oder Christus, die galaktische Anordnung. Rückkehr von Nibiru oder Planet X oder halt dem Bewusstsein. Das große Sonnenereignis, diese kosmische Sonnenausrichtung wird 3 Tage brauchen, um voll zu wirren. Beginnt am 21. und endet am 25. Dezember. Die elektromagnetischen Torusfelder von allen 4 Welten werden wahrscheinlich verschwinden oder an Kraft verlieren während dieser galaktischen Ausrichtung. Dies ist das Öffnen der Tore, der Fenster, wie sie in der Bibel beschrieben wurden. Die Öffnung sollte für 7 Tage auftreten, vom 25. bis 31. Dezember 2020. Das bedeutet, dass jeder auf Erden fähig sein wird, all die verschiedenen Sonnensysteme, all der verschiedenen Domänen klar im Himmel sehen zu können. Jeder wird die 2020-Vision haben. Und wenn man mal logisch drüber nachdenkt, wenn all die Leuchtkörper an ihren tiefsten Punkten angekommen sind, so wird alles über uns viel leichter zu sehen sein, hell und kristallklar. Mal ganz nebenbei, ist es nicht interessant, dass wir alle konditioniert wurden, sehr geschäftig zu sein während dieser bestimmten Zeit des Jahres, und das jedes Jahr, und total verblindet sind gegenüber der wirklichen Erdschwingung, den Zeichen und der Schönheit? Ja, wir feiern es, egal wie verschieden und aus welchen Gründen und wie pervertiert. Wie viele Bäume wir jedes Jahr runterschneiden, um ein Ritual zu begehen, welches aktuell ein geozentrisches Ritual sein könnte, welches mit dem Baum des Lebens beginnt, dem Weihnachtsbaum. Diese bestimmte Zeit würden die antiken Kulturen folgendermaßen beschreiben, als die Zeit, als der Himmel fiel. Viele Kulturen beschreiben dies auch als die Zeit, zu welcher man viele Sonnen und viele Monde im Himmel sehen konnte. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich die Geschichte wiederholt, wird dieses Ereignis die Konditionen in unserer Atmosphäre verändern. Diese Ereignisse geschahen in Zyklen und verschiedenen Maßstäben. Das letzte große geschah im Jahr 1859 und wurde Carrington-Ereignis genannt. Google einfach mal danach. Das Ereignis, welches nun in 2020 auf uns zukommt, ist viel, viel größer. Es wird die kosmische Energie und das Bewusstsein innerhalb der verschiedenen Erdenwelten komplett neu ausrichten. Dieser Energiestoß wird im Zentrum, also dem Nordpol, beginnen. Bäm, und spiralisch nach außen zur Peripherie treiben und dann wieder zurück zum Zentrum springen. Und das nur während einer kurzen Zeitspanne. Das Ereignis selbst wird ausgelöst durch eine Art elektromagnetischen Überschallknall, das vielleicht so aussehen könnte wie die Explosion einer nuklearen Bombe. Hab keine Furcht, das wird nicht wie eine Atombombe wirken. Wie auch immer, es wird positiv nuklear sein. Es wird der Menschheit eine neue, klare Sicht auf die Zukunft geben. Individuell und gemeinschaftlich. Es gibt uns die 2020-Vision. Wir vermuten, dass die momentane Elite dieses Ereignis für sich als sogenanntes False-Flag-Ereignis nutzen wird. Ja, sie werden also sagen, Außerirdische haben es getan oder globale Erwärmung hat es verursacht oder es ist ein Angriff von der ganzen Welt. Ja, dieser elektromagnetische Überschallknall wird unser gesamtes elektrisches System lahmlegen. Es wird einen Crash unseres gesamten Finanzsystems, des politischen Systems, des sozioökonomischen Systems und unserer Kultur verursachen. Und dass dieses Ereignis dafür benutzt werden könnte, den Weg für eine neue Ordnung in unserer Welt zu ebnen. Ja, doch, wir sollten keine Angst haben davor. Es geschieht natürlicherweise, um Wachstum innerhalb unseres kollektiven und einzelnen Bewusstseins zu ermöglichen. Die grünliche Astralstrahlung, welche durch das Ereignis verursacht wird, wird die gesamte Ebene unserer Erde für eine kurze Dauer von Zeit bedecken. Wie gesagt, habt keine Angst. Regierungen und Autoritäten werden uns erzählen, dass dieser grüne Nebel, produziert durch das Ereignis, ein Gift sei. Sie werden uns weismachen wollen, uns in den Häusern aufzuhalten und nicht hinauszugehen, um uns vor der Strahlung zu schützen. Um jeden Preis.
Sie werden uns sagen, dass es eine gefährliche Strahlung ist. Und die wird es auch sein für solche Menschen, welche zum Beispiel Schwermetalle in ihren Körpern haben. Zum Beispiel durch Impfung und Eisen durch Fleischkonsum etc. etc. Für jene jedoch ohne diese gefährlichen Stoffe in ihren Körpern wird die Strahlung strahlen und schlafende DNS aktivieren. Und wird ihnen möglicherweise übernatürliche Kräfte verleihen. Möglicherweise nicht wie Superman, aber wohl wie ein Ansteigen und ein Verbessern des Bewusstseins und aller fünf Sinne, die wir haben. Und für jene von uns, die eine Pilgerreise nach Norden, in das zentrale Reich Garten Eden geplant haben, dies wird unser Fenster der Gelegenheit werden. Viele von uns wissen auch, dass die Maya das Ende des Kalenders, also die Apokalypse, voraussagten. Für den 21. Dezember 2012. Nehmt diesen Tag zur Kenntnis. Die Bibel spricht von den sieben Trompeten der Vorbereitung vor der Rückkehr des Christus oder dem Sohn Gottes. Und nachdem die siebente Trompete geblasen wird, der große Sohn erst wiederkehren wird. Nun, wir nahmen an, dass die Mayas mit ihrer Vorhersage über den 21. Dezember 2012 recht hatten. Der Anfang vom Ende wurde markiert. Und die siebte Trompete natürlich 7 Jahre später, am Tag des 21. Dezember 2019, geblasen. Das bedeutet, dass der 21. Dezember 2020 das erste Jahr nach den sieben Trompeten und das 8. Jahr ist. Die 8 ist die Zahl der Beendung, der Komplettierung. Und es steht genau so geschrieben, dass jeder einzelne Zeuge von der Rückkehr des Christus und des Sohns der Sonne von Gott werden wird. Randnotiz, wir alle hier im Team berufen uns auf die Bibel, sind aber weder streng religiös oder wollen irgendwelche Dogmen verbreiten. Am 16. November 2017 gab es ein sehr seltsames Phänomen in unserer Welt hier. Viele von euch erinnern sich an die rote Sonne und den roten Himmel in den meisten Teilen der Welt, von welchem wir Zeuge wurden. Wir nehmen an, dass dies ein Zeichen war für das, was kommen mag, für jene, die dem Beachtung schenken. Ich weiß, dass vermutlich jeder hier Zeuge dieses Phänomens war, aber wie viel von euch nahmen es zur Kenntnis? Die Mainstream-Version dafür war, dass es unwichtig war. Nur Sand aus der Wüste, welcher das Sonnenlicht blockierte. Und so verstrich dieses Ereignis und nur jene mit Augen und Ohren nahmen es zur Kenntnis. Bitte nehmt es auch weiterhin zur Kenntnis. Weiter geht's. Wir nehmen an, dass die Öffnung der elektromagnetischen Torusfelder am 25. Dezember 2020 eine atmosphärische Plasmaentladung verursacht in all den verschiedenen Erdenwelten unseres Eikosmos, welche nun in direkten Kontakt miteinander stehen. Dies wird einen Regenbogeneffekt in der Atmosphäre verursachen, überall auf den verschiedenen Erdenwelten, und eine atmosphärische Dämmerung, wenn man so will. Noch viel wichtiger, während dieses Öffnungsereignisses wird das physikalische Reisen zwischen den vier verschiedenen Domänen sein. Für jene mit der richtigen Technik und dem rechten Grund. Wir können das wirklich interdimensionales Reisen oder innere Raumfahrt nennen. Hier ist die nächste rote Pille. Die NASA hat bei zahlreichen Gelegenheiten offen zugegeben, dass den Menschen nicht über die erdnahe Umlaufbahn oder über die elektromagnetischen Vanellengürtel oder Kuppeln hinausgehen können. Wir nehmen an, dass es möglich sein wird. Und was bedeutet das für uns? All die verschiedenen Welten gehen durch ihre individuellen kosmischen Wechsel, Jahreszeiten und Zeitalter. Der spiralförmige Riss wird im Zentrum beginnen. Technisch gesehen bedeutet das, dass die innere Kuppel und das Reich darunter am Zentrum und zeitlich gesehen 3000 Jahre voraus sind. Sie hatten schon ihre 3000 Jahre Bronzezeitalter, welches wir hier noch nicht hatten. Unser Reset geschah 3000 Jahre nach dem Irrigen. Das bedeutet, dass während des 7 Tage andauernden Ereignisses jeder, dem erlaubt ist und der fähig sein wird, das innere Reich zu betreten, wird technisch gesehen eine Zeitreise 3000 Jahre in die Zukunft unternehmen oder vorwärts in der Zeit. Oder um es für den Laien besser verständlich auszudrücken, diese innere Welt ist uns 3000 Jahre voraus, technologisch, physikalisch, mental, geistlich und bewusstseinsmäßig. Hier schlagen wir vor, dass das Konzept der Zeitreise in die Zukunft von hier stammt. Und auf der anderen Seite die Wellen, die sich nach außen in Richtung der Marsdomäne verschieben, die jetzt 3000 Jahre zurückliegen würden. So, wenn wir also aus unserer Welt in die nächste äußere Welt gehen würden, unternehmen wir eine Zeitreise zurück in die Zeit, 3000 Jahre. Warum denken also die Führer dieser Welt darüber nach?
dass es nötig sei, den Weltraum zu militarisieren. Und warum also reden alle Agenturen und Regierungen darüber, zuerst den Mars zu kolonisieren? Hier die Definition des Wortes Kolonisation. Die Handlung oder der Prozess der Ansiedlung unter den indigenen Völkern eines Gebietes und der Herstellung der Kontrolle über sie. Oder die Handlung der Aneignung eines Ortes unserer Domäne für den eigenen Gebrauch. Da wundert es einen doch nicht mehr, wenn die sogenannte Elite, die königliche Blutlinie und deren Familien, welche unsere Welten kolonisierten, während des letzten Resets vor 3000 Jahren, nun dasselbe mit der nächstäußeren Welt, welche gerade von ihrem goldenen Zeitalter ins eiserne Zeitalter fallen, tun. So wie sie sagten, da ist nichts Neues unter dieser Sonne und Geschichte wiederholt sich immer wieder. Damit im Gedächtnis, lass uns mal zurückspulen zu dem, was kürzlich erst geschehen ist. 22. Dezember 2017, der Start des SpaceX Falcon. Würde mich nicht wundern, wie viel von euch sich an diesen Tag mit seinen unüblichen Effekten nach dem Start des Falcon erinnern. Es sah aus, als wenn der Falke durch etwas hindurch stechen wollte oder vielleicht einfach nur das elektromagnetische Torusfeld testen wollte. Da fragt man sich doch, ob sie versucht haben, die Uhr zu schlagen. Vielleicht waren sie erfolgreich mit der geheimen Kolonisation der Marsebene, wie wir davon geredet haben. Daher die Militarisierung des Weltenraums, wie auch immer. Wenn sie nicht erfolgreich waren, werden sie sicherlich neue Versuche während derselben Zeit dieses Jahres sehen dürfen. Okay, halten wir mal kurz eine Sekunde an. Ich möchte hier was hinzufügen. Nach dem Fertigstellen dieses Videos, dieses Drehbuch wurde vor Monaten und Monaten geschrieben. Ich habe dieses Drehbuch vor Monaten und Monaten erhalten und während ich es entwickelte, fragte ich mich, was Mitte bis Ende November geschehen würde, als ich diesen Teil des Videos rendern ließ. Und das Universum mich nicht im Stich ließ. Ende November konnten wir die Mars gut sehen. Verrückt, hä? Bei interdimensionalen irdischen Zeitreisen geht es nicht nur darum, dass jeder seine Koffer packt und einfach dorthin fährt. Es gibt offensichtlich viele milderne Umstände wie universelle und natürliche Gesetze, die bestimmen, wie, wann und wer dorthin reisen darf. Nun zum Beispiel die fortgeschrittenen Wesen der Bronze- und Silberzeit im Zentrum kein primitives Wesen der Eisenzeit von außen in ihre Domäne wollen oder zulassen würden, dass da dies ihr natürliches, harmonisches Dasein stören würde. Jeder hier aus diesem Reich, der in dieses innere Reich vorwärts in die Zeit reist, was im Allgemeinen zitiert werden muss von denen, von deren Zeit aus, hier wo wir sind, schwingend auf einer hohen Frequenz, geistig, mental, physikalisch, Geist, Körper und Seele. Viele Drehbücher, auch die Bibel, nennen diese Tage Tag der Abrechnung oder die Rückkehr vom Messias oder irgendeine Art von Boten. In diesem Fall nehmen wir an, dass dieses Ereignis die Rückkehr von Messias genannt wird. Diejenigen, die ihrer Zeit in dieser Welt voraus sind, werden die Gelegenheit erhalten, zurück in diesen inneren oder oberen Bereich aufzusteigen, wenn die Zeit gekommen ist. Genauso nehmen wir an, dass jene, welche an alten und verbrauchten Paradigmen festhalten, werden natürlicherweise zurückgeschickt in Raum und Zeit in die nächstäußere Welt. Wir nehmen an, dass unser gegenwärtiges Elite-Etablissement plant, eine neue Weltordnung für die Wesen da draußen zu errichten. Die meisten Menschen in unserem Reich aber werden nach dem Ereignis einfach hierbleiben, um weiterhin die Erfahrung des Lernens und Wachsens in der bevorstehenden neuen Weltordnung zu machen. Um genau zu erfahren, wie oder was dieses neue Zeitalter oder diese neue Ordnung sein wird, wer weiß das schon. Aber was wir wissen ist, dass diese Domäne nach dem Ereignis nicht mehr so sein wird, wie sie heute ist. Und schließlich, wenn diese 7 Tage am Neujahrstag, ja, wenn die vorbei sind, dem ersten Tag des ersten Monats 2021, werden die elektromagnetischen Torusfelder oder Kuppeln jedes Bereiches wieder an ihren Platz zurückfallen, wo sie vorher waren. Die Himmelskörper werden sich neu ausgerichtet haben und die wandernden Planeten oder Sonnen und Monde werden wieder natürliche Zyklen, Jahreszeiten und Bewegungen aufnehmen, so dass all die verschiedenen Bereiche ihr neues kosmisches Sonnen- und Himmelszeitalter beginnen können. Und so werden die Räder der Zeit für immer weiter drehen und sich zyklisch vorwärts bewegen. Und Jahreszeiten
Jetzt sind wir uns natürlich sehr bewusst, dass das, was wir hier vermuten, ein wenig empörend und möglicherweise überwältigend erscheinen mag. Oder seien wir ehrlich, man könnte denken, dass es ein bisschen verrückt ist, wenn man so etwas zum ersten Mal hört. Aber wir versuchen nicht, etwas zu predigen oder zu verkaufen, indem wir einfach Informationen weitergeben, die auf kosmologisch-astrologischen, mythologischen und beobachtbaren Realitäten sowie sinnkritisierter Forschung basieren. Dies alles könnte völlig falsch oder sogar leicht falsch sein, wer weiß das. Und wenn das so ist, dann ist es in Ordnung. Es wird kein Schaden angerichtet, das Leben geht weiter, oder? Dies könnte teilweise richtig sein oder sogar sehr nah an der Wahrheit liegen. Wenn für den Zeitpunkt, an dem diese Ereignisse stattfinden, zumindest diejenigen von uns, die diese gute Nachricht erhalten haben, gut vorbereitet sind, mental, psychologisch, womöglich auch geistlich, spirituell. Gerade jetzt in diesem Bereich machen wir gemeinsam einige sehr schwierige Geburtswehen durch, während wir diesen Wandel vollziehen. Doch diejenigen, die mit diesen Veränderungen in Einklang sind, passen sich an und entwickeln sich bewusst mit dem Wandel weiter. Dies ist das sogenannte bewusste Erwachen. Doch noch wichtiger ist, dass diejenigen, die voll und ganz verstehen, was los ist, in der Lage sind, sich entsprechend auf die Veränderungen vorzubereiten. Die geschehen. Und dies ist, was J.P. Morgan meinte, als er sagte, dass Millionäre keine Astrologie benutzen, aber Milliardäre benutzen sie. Astrologie ist einfach die Naturwissenschaft des Verständnisses, des Aufzeichnens und Verfolgens von Jahreszeiten und Zyklen der Sterne und des Himmels. Astro bedeutet einfach Himmel oder Sterne. Logi bedeutet mitschreiben, also Logging. Wir schreiben die Bewegung der Sterne mit und wir zeichnen es auf. Aufzeichnungen der Daten der Sterne. Das ist alles, was Astrologie ist. Lesen und Aufzeichnen der Himmel, Sterne, Zyklen, Jahreszeiten und Alter. Es ist sogar in allen alten Schriften geschrieben, dass in den letzten Tagen viele nicht die genaue Zeit und das Datum wissen werden. Aber diejenigen mit Weisheit und Unterscheidungsvermögen des Himmels werden obsiegen. Haltet eure Augen auf den Himmel und achtet auf die Zeichen. Die allerletzte Frage. Ist all dies intelligent entworfen und wenn ja, von wem oder was und warum? Ist die Antwort, soweit es uns betrifft, definitiv ja. Alles, worüber wir gesprochen haben, ist auf jeden Fall intelligent entworfen. Mikrokosmos des Makrokosmos, das System und die Ordnung unserer Erde, Natur, Kosmologie, Bewusstseinsenergie und alles andere in unserem Universum ist einfach zu schön und perfekt symbiotisch und synchronisiert, um ein zufälliges Ereignis oder evolutionär zu sein. Wer oder wo oder was der Schöpfer von all dem hier ist, tja, hier, yep. Genau hier in diesem Raum und überall sonst um uns herum und innerhalb unseres Universums und darüber hinaus. Wir alle sind Mitschöpfer, bewusste Geister, Seelen oder Kräfte von Energie. Alles ist Energie. Alles ist elektromagnetische Schwingung, Geräusch und Schwingung, bis hinunter zur Sinuswelle. Alle Götter sind Energie. Schließlich sagt uns sogar die Religion, dass Gott alles und nichts ist zur selben Zeit. Das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende. Intelligent, bewusst, unmessbar, unquantifizierbar, die Quelle, die der Schöpfer gerade ist. Und da wir alle kleine bewusste Energiefelder sind, sind wir vielleicht alle kleine Manifestationen eines größeren bewussten Energiefeldes, Seele oder Geist. Vielleicht sind wir alle aus der ursprünglichen Quelle, einfach indem wir das Leben individuell erleben. Getrennt von den ganzen kleinen Schöpfern in Qualität, aber nicht in Quantität, indem wir ein kosmisches Versteckspiel mit uns selbst spielen, die alle Teil desselben eines Liedes sind, eine Strophe und das Universum, das einfach in verschiedenen Melodien und Oktaven mit verschiedenen Frequenzen spielt und verzweifelt versucht, ein harmonisches, melodisches Gleichgewicht zu finden. Und wenn irgendwann individuell und kollektiv Harmonie gefunden wird, werden wir endlich in unserem Universum von der gleichen einen Strophe vibrieren oder singen.
Und das ist es, was viele Mystik-Gurus, Lehrer, Kulturen und Religionen meinen, wenn sie sagen, dass wir eins sind. Aber im Moment denke ich, dass wir davon extrem weit entfernt sind. Wir müssen erst noch lernen, wie man diese Dinge erforscht und erlebt und wie man dabei wächst. Genannt Lebensreise, bevor wir zur Harmonie gelangen. Es gibt noch viele Jahreszeiten, in denen Rollen, kosmische Zeitalter, Jahreszeiten und Ereignisse, die inmitten all dieser Verrücktheit und Verwirrung, die wir Leben nennen, gespielt werden müssen. So, lässt sich abschließend sagen, du und ich, wir alle, sind nur Besucher zu dieser Zeit in diesem Raum, die verschiedene Rollen und Charaktere nachspielen. Einige von uns werden von verschiedenen Drehbüchern und Programmen inszeniert. Aber wenn wir beginnen, bewusst zu erwachen, wer was ist, wo wir sind und warum wir hier sind, beginnt sich die Handlung zu verdichten. Und einige von uns haben jetzt beschlossen, die Handlung völlig zu verlieren, weil wir beschlossen haben, unsere eigenen Drehbücher zu schreiben, unsere eigenen Programme zu schreiben, indem wir unser eigenes Leben und unsere eigenen Filme inszenieren und hoffentlich zur nächsten Stufe dieser Erfahrung überzugehen und in Harmonie zu lernen und zu wachsen. Nichts von dem, worüber wir heute gesprochen haben, ist als Angstkampagne gedacht. Denn letztendlich gibt es nichts zu befürchten oder verwirrt oder gar verärgert zu sein. In welcher Lebensphase Sie sich auch immer auf dieser Reise befinden, denn so klischeehaft wie es klingt, die Wahrheit wird dich immer frei machen. Nicht unbedingt, wenn Sie lügen, aber wenn Sie belogen wurden und die Wahrheit entdecken. Vielen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Wir schauen nach vorne zu den Erfahrungen, dem Lernen, dem Teilen und Wachsen mit euch allen, egal was geschehen mag oder auch nicht, in unserer individuellen und gemeinsamen Leben. Wir freuen uns und hoffen, dass du diese Präsentation genossen hast und ermutigen dich, sie so weit und breit wie möglich zu teilen. Wir hoffen auch, dass wir mit der Zeit darauf zurückblicken können, um an und für sich zu beweisen, dass es Menschen gibt, die Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören, um zu helfen, zu teilen und andere zu ihrem Ziel zu führen.